Jetzt ist aufgenommen. So, Sprechernachricht, Jürgen Lorenz, wo ist er denn? Hier. Gut, jetzt langsam ankommen. Schneidersitz oder Kniesitz. Also so diese Yoga-Art, Hatha-Yoga, klassisch, wird sie immer in Indien antreffen, im Ashram oder sonst irgendwas. Die hat immer den gleichen und die Abfolge der Asana ist immer gleich. Macht mal die Augen zu, kommt mal ein bisschen erst an, ein- und ausatmen. Wenn du zu viele Gedanken hast, dann lass durch den Mund ausströmen, ansonsten durch Nase ein, Nase aus. Und die ganzen Gedanken zur Ruhe kommen lassen. Das ist nur eine geistige Entscheidung, dass du jetzt in diesem Moment nicht nur im Kopf bist, im analytischen Denken, sondern nur noch im Spüren. Dass du wieder ins Yoga, die Yoga-Praxis geht darum, dass du nur ins Spüren hineingehst. Das kann ganz fein sein, das kann ganz intensiv sein, aber es geht nur um Spüren. Ohne zu bewerten, ohne nachzudenken. Dann legst du mal beide Hände auf den Bauch und atmest mal nur den Bauch hin. Dann kannst du ruhig den Bauch auch massieren oder drauf lassen, dass du vollständig zur Ruhe kommst. Bewusst Entscheidungen spüren zu gehen. Und alles, was heute oder gerade gewesen ist, im Kopf zu löschen für später. Dann kommst du langsam an. Die linke Hand bleibt auf dem Bauch. Rechte Seite machst du zu für die Wechselatmung. Links erstmal einatmen. Beide Nasenlöcher schließen. Rechts wieder ausatmen. Rechts wieder ein. Schließen links aus. Und dann in deinen Rhythmus weiter. Noch einmal.
beide Nasen richtig schön ausschütteln. Ein- und ausatmen durch beide Nasenflügel. Und dann kommt die Feueratmung oder Kapalabhati genannt. Genau, Kapalabhati ist die schnelle Atmung. Man versucht jetzt hier beim Einatmen durch beide Nasenflügel ganz schnell einzuatmen im Bauch. Da kann man wieder ruhig eine Hand am Bauch lassen. Und beim Ausatmen, das wirst du ausschneuzen. Genau, ganz schnell den Atem von den Nasenflügeln rausbringen, dass der Bauch wieder nach innen geht, dass du, wenn die Organe richtig schön warm fangen zu verdauen an, der Körper wird mehr und mehr gereinigt und du kommst mehr ins Spüren. Okay, gut. Beginnen. Komplett einatmen, vollständig ausatmen, zwei Drittel einatmen, Atem stehen lassen und lange stehen lassen und diesen Atemstillstand spüren, wie es für dich möglich ist. Und wenn du ausatmest, dann atmest du ganz normal wieder aus. Es geht nur um Spüren, wie es sich anfühlt, Atemstillstand, wenn man den länger hält. Ein- und ausatmen. Zweite Runde, wir atmen wieder zwei Drittel ein und wir beginnen. Komplett einatmen, vollständig ausatmen, zwei Drittel einatmen, Atem stehen lassen und den Atemstillstand spüren. Ganz normal, ganz tief wieder ein- und ausatmen. Letzte Runde. Einatmen, zwei Drittel. Und wir beginnen. Komplett einatmen, vollständig ausatmen, zwei Drittel einatmen, Atem stehen lassen, Atemstillstand spüren.
Und dann wieder vollständig aus und ein paar Mal ganz tief. Das war bis kommst mit hier wieder an. Stellst den Zehen auf, der Zehensitz. Macht man noch eine letzte Atemübung. Zehen sind aufgestellt, Finger an der Flechte. Beim Ausatmen schiebst du beide Hände nach vorne. Bauch nur rennt, sind richtig schön runden drücken und beim Einatmen ganz tief einatmen, durchstrecken. Zehn. Neun. Acht. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Und den letzten. Und dann kommst du nach vorne, Fußgelenke ausschütteln, locken. Fersen ablegen. Fersensitz. Beide Hände gehen nach innen. Ellenbogen werden reingedreht. Schultern ziehst du weg. Dieser Löwensitz. Ein- und ausatmen. Und jetzt kannst du beim Einatmen, hältst du die Luft an und lass dann beim Ausatmen wie so ein Frosch. Lippen, Kiefer, alles locker werden. Ganz viel oder Aufmerksamkeit ist im Mundraum, Kieferraum, dass hier alles locker wird. Lippen. Dann kommst du langsam an und drehst die Hände um, Handrücken, Ellenbogen sind durchgestreckt. Nur wenn wir die Augen schließen, das Gewicht nach vorne auf die Handrücken, Handwurzeln verlagern, Schultern entspannen. Und jetzt gehst du mit der Aufmerksamkeit Stirn, Augen, Ohren, Tinnitus, genau. Ganz viel Ruhe und Geduld reinbringen, ein- und ausatmen. Schultern entspannen, alles entspannen. Aufmerksamkeit ist nur zwischen beiden Augen. Dann kommst du hier auch langsam zurück. Handgelenke richtig schön ausschütteln, dass sie richtig locker sind. Finger an der Flechte, wellen die Bewegungen links, rechts, oben, unten, dass wirklich die Handgelenke richtig schön gelockert sind, dass da keine Verspannung mehr drin sind. Gut, dann kommst du hier langsam an, kommst zum Stehen, Sonnengruß. Der zweite Teil bei Hatha Yoga, 10 Runden Sonnengruß, beide Hände sind Namaste. Hände gehen nach oben, strickst sie ganz weit, Hüfte nach vorne, ausatmen, langer Rücken, kommst nach unten, runder Rücken, Kinn zum Brustkorb, rechter Fuß geht nach hinten in Sprinter, lange Wirbelsäule. Aufmerksamkeit ist auf der langen Wirbelsäule und der Kopf ist eine Verlängerung deiner Wirbelsäule. Links dazu, vom Hund in die schiefe Ebene, Körperspannung. Auch hier wieder der Kopf in der Verlängerung der Wirbelsäule und die Arme sind richtig schön durchgestreckt. Knie senken, Fußrücken senken, Brustbein, Quelle. Ellenbogen sind bei dir. Man kann auch hier die Stirn ablegen, aber das Gesäß ist leicht erhöht, wie eine Welle auch ist. Einatmen, Cobra.
Schulter nach unten ziehen, die Vorderseite gut spüren, Schambein nach oben. Raus auf den kleinen Hund. Und vom kleinen Hund den großen Hund. Zehenspitzen und mit dem rechten Fuß springst du nach vorne in den Sprinter. Lange Wirbelsäule wieder. Der Kopf ist in der Verlängerung der Wirbelsäule und es ist richtig schön gestreckt. Links dazu. Erde. Knie wieder weich und du kommst nach oben zur Sonnenhüfte nach vorne. Zurück in Namaste. Daumen, Brustbein. Einatmen. Ausatmen. Sonne. Erde. Links zurück. Lange Wirbelsäule. Schiefe Ebene, Körperspannung. Ausatmen die Welle. Einatmen die Kobra. Ausatmen vom kleinen Hund in den großen Hund. Zehenspitzen links nach vorne. Die Wirbelsäule. Ausatmen Erde. Einatmen Sonne. Namaste. Wenn du soweit bist, du kannst auch ruhig die Augen schließen, dann spürst du dich besser. Sonne. Erde. Rechts. Schiefe Ebene. Welle. Kobra. Hund. Rechts. Erde, Sonne, Namaste, ein, aus, Sonne, Erde, links, schiefe Ebene, Welle, Kobra, Hund. Links. Erde. Sonne. Namaste. Ein und aus. Sonne. Erde. Rechts. Schiefe Ebene. Welle, Kobra, Hund, rechts, Erde, Sonne, Namaste, ein, aus, Sonne, Erde, links, schiefe Ebene, Welle, Kobra, Hund, links, Erde, Sonne, Namaste, ein, aus, Sonne, Erde, rechts, schiefe Ebene, Welle, Kobra, Hund, rechts, Erde, Sonne, Namaste, ein, aus. Sonne, Erde, links, schiefe Ebene, Welle, Kobra, Hund, links, Erde, Sonne,
Namaste. Ein. Aus. Aufmerksamkeit bei der nächsten Runde ist nur die Wirbelsäule. Sonne. Erde. Rechts. Schiefe Ebene. Welle. Kobra. Hund. Rechts. Erde. Sonne. Namaste. Ein. Aus. Sonne. Erde. Links. Schiefe Ebene. Welle. Kobra. Hund. Links. Erde. Sonne. Namaste. Ein. Aus. Sonne. Erde. Rechts. Schiefe Ebene. Welle. Kobra. Hund. Rechts. Erde. Sonne. Namaste. Ein. Aus. Sonne. Erde. Links. Schiefe Ebene. Welle. Kobra. Hund. Links. Erde. Sonne. Namaste. Ein. Aus. Letzte Runde. Sonne. Erde. Rechts. Schiefe Ebene. Welle. Kobra. Hund. Rechts. Erde. Sonne. Namaste. Ein. Aus. Sonne. Erde. Links. Schiefe Ebene. Welle. Kobra. Hund. Links. Erde. Sonne. Namaste. Lass die Augen zu. Lass die Hände fallen, ein- und ausatmen, nachspüren. Also jetzt machst du langsam die Augen wieder auf, bleibst hier gleich vorne stehen, dann macht man Anfang. Krieger 2. Linker Fuß ist in der Mitte, rechter Fuß dahinter, großen Ausfallschritt nach hinten. Beide Hände hier zur Hüfte, Knie geht nach vorne. Beide Arme links und rechts ausstrecken, Handfläche nach oben zeigen und drehst den Kopf zur linken Seite. Nur spüren, von der Fußfläche bis zum Scheitel.
langsam auflösen, beide Hände wieder zur Hüfte, linken Fuß durchstrecken, reindrehen, rechter Fuß nach außen, Hüfte bleibt so, Knie richtig locker, spür, dass du wirklich hier weit wärst, beide Arme links und rechts ausstrecken, Handflächen zeigen nach oben, Kopf zur rechten Seite, Fußfläche, Scheitel, so spüren, ein- und ausatmen. Beide Hände wieder zur Hüfte, zurück. Kommst du in der Mitte an, erstmal nachspinnen. Augen schließen, Fußfläche Scheitel. Nur spüren. Nächste Asana, Dreieck. Wieder beide Füße ziemlich breit. Wenn du die Hände ausstreckst, sollten unter den Handflächen die Füße sein. Drehen wir den linken Fuß nach außen. Knie wird hier gelockert. Und jetzt schiebst du dich nach vorne und sinkst hier nach unten. Dann kannst du hier den Ellenbogen ablegen oder ganz nach unten kommen. Am Arm ausstrecken. Der Kopf ist in der verlängerten Wirbelsäule. Und du drehst dich hier auf. Du musst das richtig gut spüren, den Brustkorb. Alle Finger der rechten Hand, auch der Daumen, zeigen nach oben. Komm langsam wieder zurück, beide Hände zur Hüfte, linken Fuß reindrehen, rechter Fuß wieder nach außen, Gegenseite, das Dreieck, Knie wird gelockert, streckst wieder beide Arme aus und schiebst sie nach vorne und sinkst sie wieder nach unten. Wieder aufmachen, Brustkorb aufmachen. Alle Finger von der linken Hand zeigen nach oben. Wir lösen das Ganze auf, kommst wieder hoch, beide Füße zur Mitte, Augen schließen, nachspüren. Von den Fußflächen bis nach oben zum Scheitel. Ganz gerade. Und nur durchatmen. Spür mal ganz deutlich deine beiden Fußflächen und zieh mal deine Zehen nach oben, sodass die Fußfläche richtig gut spürst, den Fußballen und die Ferse. Bis du stehst. Und dann lass du ganz langsam alle Zehen absenken. Du spürst zu den Stand, wie sicher, dass du stehst. Kannst du die Augen öffnen. Nächste Asana ist der Baum. Linker Fuß bleibt. Bist du ganz, ganz stabil. Suchst dir einen Punkt auf dem Boden aus, wo du dich fokussiert konzentrierst. Nimmst den rechten Fuß nach oben.
Beide Hände zum Herzen. Daumen, Brustbein. Ellenbogen nach außen. Ein- und ausatmen. Kommst auch hier wieder langsam an. Die Augen mal schließen, ausschütteln. Und wenn es weit bist, kommt die andere Seite genauso. Rechter Fuß bleibt. Wieder gut spüren. Hier wieder einen Punkt aussuchen am Boden. Und dann ziehst du den anderen Fuß hoch. Beide Hände, wenn du deine Balance gefunden hast. Herz, Mitte. Genau. Dann Brustbein, ein und aus. Wir lösen langsam wieder auf, beide Füße ankommen, die Augen schließen, nachspüren. Beiden Füßen am Boden. Ganz ruhig. Ein- und ausatmen. Kommen wir zur nächsten Asana. Machst du die Augen auf. Füße ziemlich breit, tiefe Hocke. Hast du ruhig Zeit, lass die Füße hier, die Hände hier ankommen und den ganzen Fuß, dass du wirklich ganz tief nach unten sinkst, dass du wirklich sicher bist und dass du das auch ganz angenehm sicher anfühlt. Und dann machst du hier auf. Schultern wegziehen. Lange Wirbelsäule. Ein- und ausatmen. Beide Hände wieder senken, auflösen, Füße ausstrecken, ruhig die Augen geschlossen halten, schüttelt es ruhig aus und spür nach. Und wenn es weit bist, Füße bleiben hier ausgestreckt, jetzt kannst du einen Gurt hier nehmen oder einen Schal, was ihr gerade zur Hand habt, Pobacken wegziehen, die komplette Vorwärtsbeuge. Einfach den Gurt über beide Füße hier drüber und halt von den Zehen die Fußballen. Und als erstes kannst du sie wirklich festhalten, lange Wirbelsäule. Erstmal die Wirbelsäule begradigen, von dem Runden ins Gerade kommen und dann legst du und sinkst mit dem Bauch als erstes mit geraden Rücken auf den Oberschenkel. Dann kann man so Stück für Stück nach vorne gehen. Spürst noch diese Länge, die ganzen Wirbel, die Wirbelsäule. Und dann, wenn du vorne die Zehen greifen kannst, dann kannst du den Schal oder Gurt loslassen. Ansonsten hast du immer den Gurt. Ein- und ausatmen.
alles ablegen, auch die Stirn richtig einsinken lassen. Bist du vollkommen entspannt in der Vorwärtsbeuge bist. Kommst nach oben, streckst sie nach oben, damit die ganz lang werden. Nochmal die Augen schließen, nachspüren. Wirbelsäule. Du kannst ihn kurz mit der Seite legen. Kommst im Vierfüßlerstand. Kommst zur Taube. Beide Hände sind unter den Schultern. Das ist mal so. Die Wirbelsäule richtig schön lockern mit Katze Kuh. Bauch reinziehen, einatmen, langziehen. Und jetzt kannst du mit dem rechten Knie genau in die Mitte zwischen beiden Händen kommen, drehst den Fuß ein bisschen rein und schau, dass das rechte Knie in der Verlängerung von deiner Hüfte ist, also nicht so verdreht, sondern es richtig schön gerade ist. Mit dem linken Fuß hinten ziehst du dich ganz weit nach hinten, dass der Schritt hier ganz weit aufgeht. Und dann nimmst du beide Hände, steckst du hier durch, Schultern wegziehen. Aufmerksamkeit ist hier die Hüfte und von der Hüfte nach oben bis zum Scheitel, dass du wieder ganz gerade bist. Ein- oder ausatmen. Jetzt greifst du mit der linken Hand mal nach hinten und holst dir den Fuß, den linken, und den linken Fuß, den schiebst du wieder nach hinten, dass hier die linke Schulter ganz weit aufmacht und hier noch Partner zu bleiben und spüren. Dann langsam senken. Kommst du mal zurück in den Vierfüßlerstand. Mach nochmal die Augen zu und spüre nach. Bleib hier in Katze in Kuh. Lass mal wieder lockern. Wo ich ja die Hüfte will kreisen. Einfach nachspüren. Wenn du so weit bist, machst du dir die Augen auf, linkes Knie geht nach vorne, den Fuß wieder so reindrehen, rechten Fuß nach hinten, Fußrücken zieht den Schritt ganz weit nach hinten auf, beide Hände senken, die Hüfte kippt nicht, sondern bleibt in der Waage. Schulter nach unten ziehen, von der Hüfte oder vom Steißbein bis nach oben zur Schädeldecke. Ein- und ausatmen. Und jetzt kannst du mit der rechten Hand nach hinten greifen, holst den rechten Fuß zu dir ran und der rechte Fuß, der spannt dich auf, dass du hier die rechte Schulter spürst, bis du hier aufmachst und atmest weiter ein und aus und spürst hier hinein.
Schulter langsam senken. Zurück in Katze Kuh. Richtig locken. Kleiner Hund. Knie bleiben hier hüftbreit. Gesäß auf die Fersen liegen. Kinn zum Brustkorb. Finger aufmachen. Ein- und ausatmen. Die ganzen drücken. Von den Fingerspitzen bis zu den Zehen. Ein- und aus. Die Augen bleiben geschlossen, die Finger lassen magst du hier nochmal ganz weit auf und jetzt wächst du vom kleinen Hund nach vorne und dann nach oben schauen Hund. Öffnen, was die Hüfte sinken lassen. Schultern wegziehen. Die Vorderseite gut spüren. Ein- und aus. Die Arme sind durchgestreckt. Schultern entspannt, nach unten gezogen. Die Vorderseite spüren. Von den Zehen bis zum Scheitel. Lass die Augen weiter hinzu, stößt bloß deine Zehen links und rechts auf und schiebst nach hinten großen Hund. Die ganze Rückseite. Kinn leicht zum Brustkorb. Du kannst ruhig die Füße ein bisschen breiter machen, dass du die Fersen nach dem Boden spürst. Und bleiben und spüren. Arme bleiben durchgestreckt, besonders die Ellenbogen. Und jetzt lass weiter noch die Augen zu, die letzte. Schiefe Ebene, Körperspannung. Kopf ist eine verlängerte Wirbelsäule. Alles ist angespannt. Der Atem kann wunderbar durchfließen. Lass weiterhin die Augen noch zu. Knie senken, Fußrücken senken, ablegen, nachspüren. Mit den Händen ruhig ein Kissen machen. Den ganzen Körper wahrnehmen, wo es warm wird. Einfach beobachten sein. Dann streckst du die linke Hand zur linken Seite ganz gerade aus, Handfläche zeigt zum Boden, rechte Hand unter deine Schulter, Ellenbogen aufsteigen, drehst dich zur rechten Seite hier auf und stellst dir den Fuß ganz nach dir auf. Spürst hier so das Öffnen der Herz und Schulter, also die Aufmerksamkeit, die Augen schließen, ein- und aus. Thank you.
Grind langsam raus. Streckst die rechte Hand aus, Handfläche wieder zum Boden. Und die linke Hand ist unter deiner linken Schulter und drehst dich zur linken Seite auf. Den linken Fuß, den rechten Fuß drüber, das Knie zeigt wieder nach oben. Jetzt spürst du auch hier wieder die Öffnung. Rechte Schulter, Herzbereich. Kopf ist eine Verlängerung der Wirbelsäule, die fällt nicht nach unten, ein- und ausatmen. Drehen uns langsam zurück zur Mitte. Und jetzt nimmst du die rechte Hand zur linken Seite rüber und die rechte Hand, die linke Hand zur rechten Seite und die rechte Hand zur linken Seite einfach über Kreuz. Beide Hände greifen sich da hinten Schulterblatt ein. Ruhig die Augen schließen und du atmest hier die Schultern, die Rückseite von der Herzvorderseite richtig schön auf. Kopf ruhig hängen lassen. Kannst ruhig die Schulterblätter ausziehen. Und jetzt kannst du beide Hände fallen lassen und wirst dich ganz schwer und du gleitest mit den Ellenbogen links und rechts nach außen, dass die Schulterblätter ganz weit geöffnet werden und atmest die Rückseite wieder ein und aus. Augen bleiben geschlossen. Du löst das Ganze auf. Beide Hände nimmst du raus und legst dich eigentlich vollständig ab. Ruhig den Kopf ablegen, Handflächen zeigen nach unten. Nachspielen. Alles ist geöffnet, aufgeknotet, durchfließen lassen. Kommst du hier langsam zurück, beide Hände unter die Schultern, drehst dich um auf den Rücken für die Schulterbrücke. Beide Füße sind hier ganz nah zum Gesäß. Wenn du nach oben gehst, kommt es nicht aus dem unteren Rücken, sondern immer schieben das Knie nach vorne, dass du wirklich hier lang wirst, dass du nach vorne schiebst und die Knie fallen nicht nach außen. Okay? Wir kommen langsam nach oben, Schulterbrücke, beide Hände, kommen uns das Gesäß, ineinander flechten, Schulterblätter jetzt wieder zusammen, Kinn zum Brustkorb, Knie sind parallel, Fußflächen sind komplett am Boden, ein- und ausatmen. Lass die Augen zu und löst das Ganze auf und holst du sofort mit beiden Händen deine Knie, machst dich ganz klein. Die Arme umschließen beide Knie, die Hände gehen zum Ellenbogen, Kinn zum Brustkorb, ganz rund werden, ein- und ausatmen.
langsam ankommen, auflösen, Augen bleiben zu, nachspüren, komplett ablegen. Dein Kinn mal ganz leicht zum Brustkorb, nur ganz minimal, dass du wirklich die Wirbelsäule gut spürst, nachspüren. Nächste Asana, Schulterstand. Die Augen wieder öffnen, Kissen oder ein Kissen zu dir nehmen und das Gesäß, Füße gehen nach oben. Beide Hände mal links und rechts erst mal ablegen. Kinn zum Brustkorb ziehen, die Augen schließen. Wenn du soweit bist, spür mal so den Blutfluss, wo von den Füßen Richtung zum Herz kommt, von der Hüfte zum Herzen. Wenn du hier spürst, dass das einfach zu hoher Druck ist, dann ist der Blutdruck relativ hoch heute. Und dann bleibst du hier so und gehst nicht mehr weiter. Und so merkst du, ist alles in Ordnung. Du kannst nach oben in den großen Schulterstand gehen. Knie zu der Rand ziehen, beide Hände unter das Gesäß. Knie gehen zur Stirn. Hände am unteren Rücken, Daumen, Hüftknochen. Ellenbogen robben so nach innen, der Abstand zwischen beiden Ellenbogen richtig schön eng wird, Kinn zum Brustkorb, Kopf wird nicht mehr gedreht, und dann Füße ausstrecken, großer Schulterstand. Und langsam wieder lösen, zurück in den Kleinen. Dann die Füße komplett runterkommen, Kissen raus, ablegen, nachspüren. Und wieder den Blutfluss oder den Körper innen drin spüren, wie sich wieder normalisiert, das Wasser wieder zurückkommt, das Blut zurückkommt. Sich überall wieder zurückfließt. Dann kommst du langsam wieder an, nimmst dir ein Knie und ziehst ihn nach oben zur letzten Asana, im Drehsitz. Beide Po-Hälften gehen nach hinten. Linker Fuß bleibt, der rechte Fuß geht hier drüber, stellt sich auf, beide Hände zu ans Knie, lange Wirbelsäule, Ferse gehen nach vorne, rechten Arm nach oben und du drehst dich hier zur rechten Seite, ganz nah, dass du wirklich ganz nah bist und dann linken Arm übers rechte Knie und drehst dich hier zur rechten Seite, Ferse nach vorne, Wirbelsäule ist gerade, nicht in Schiefstellung, ein- und ausatmen.
kommst langsam nach oben, steckst mal durch. Beide Füße wieder ausstrecken, linker Fuß über den rechten Fuß drüber, wieder aufstellen, ganzen Fuß spüren. Beide Hände aufs Knie, rechter Fuß, die Ferse geht nach vorne, das sehen Sie dir. Lange Wirbelsäule spüren, linker Arm geht nach oben, drehst du hier zur linken Seite wieder rein. Wieder ganz gerade Wirbelsäule, nicht schief, sondern wirklich so gerade wie möglich, so nah wie möglich, dass die Hand über dem Gesäß steht. Ein und aus. Wir lösen das Ganze wieder auf und du kommst wieder nach oben, streckst dich wieder durch. Beide Füße ausstrecken, erstmal nachspielen. Wirbelsäule ist wieder gerade. Der ganze Körper wird jetzt komplett wieder in den Ursprung wieder zurückgebracht. Alle Verspannungen wurden aufgelöst. Wenn du zwei bist, lässt du dich hinlegen für Shavasana. Du kannst ruhig auch eine Decke über die Füße drüber schmeißen. Und bei Shavasana, das ist nur eine Körperreise, dass die Aufmerksamkeit noch einmal im Körper bleibt. Das ist auch eine Asana, auch eine Körperübung, dass das eine Totenstellung ist. Also man ist selber beobachtet des Körpers, der Geist beobachtet den Körper, wie er da ist. Mehr ist es nicht. Darfst du dich hinlegen. Kinn leicht zum Brustkorb, Hand entspannt, Decke über die Füße, über das, was ihr so braucht. Und dann mal mit euch die Shavasana-Übung. Und wir gehen vielleicht sogar, weil ihr seid ja schon alte Hasen, wir machen eine kleine Übung danach, auch im Liegen. Okay? Gut, wenn du soweit bist, legst du dich ganz gemütlich hin. Wirbelsäule gut spüren, dass du wirklich gerade liegst, dass der Unterrücken nicht zu sehr im Hohlrücken ist. Wenn du das merkst, dann legst du irgendwas drunter. Die Füße ganz entspannt, die Hände neben dem Körper. Handflächen lass du nach oben zeigen, sodass du wirklich ganz bewusst den ganzen Körper auch spüren kannst. Und wenn du soweit bist, lenkst du deine Aufmerksamkeit auf deine Fußflächen. Auf deine Zehen. Auf den ganzen Fuß. Links und rechts gemeinsam. Fußgelenk, unteres Bein bis zum Knie, das Knie selbst. Und die Knierückseite, die Kniekehle, Oberschenkel, das obere Bein bis zur Hüfte, Hüfte und Gesäß,
Bauch und Unterrücken. Brustkorb und oberer Rücken. Zu den Schultern. Oberarme bis zu den Ellenbogen. Die Ellenbogen selbst. Unterarme, Handgelenk, Handinnenfläche, Handrückseite, die Finger. Dein Hals und die Kehle. Dein Kiefer, Ober- und Unterkiefer. Die Lippen. Ober- und Unterlippe, die Ohren, die Augen. Punkt zwischen den Augen, Nase, wir kommen zur Stirn bis zum Haaransatz. Schädeldecke, von der Schädeldecke spürst du die ganze Wirbelsäule von oben bis unten.
spürst den Körper. Den ganzen Körper. Du spürst über den Körper hinaus dein Energiefeld. Du dehnst dich noch weiter aus. Spürst das ganze Energiefeld und alle Energiefelder um dich herum. Kommst du zurück in dein Energiefeld um dich herum? Du spürst nur noch deinen Geist ohne Körper. Und der Geist schaut auf den Körper herab und schaut den Körper von oben her zu, wie er sich dir zeigt. Der Geist sieht auch den Energiefeld. Der Geist kehrt zurück wieder in den Körper, zurück in deinen Körper. Spürst den Atem, dass du ganz tief einatmest und wieder ausatmest. Dass du den Atem wieder ganz bewusst wahrnimmst. Ganz tief. Spürst deine Finger und Hände. Du kannst sie auch bewegen. Deine Füße und deine Zehen, dass sie auch bewegen. Und dann streckst du dich nochmal komplett durch, so als bist du den ganzen Körper nochmal richtig durchstrecken. Also keine Enge mehr da ist, sondern nur noch deine Energie frei. Und Anhaftung. Dann kannst du langsam die Augen öffnen, kannst den Raum mit deinen Augen dir beobachten, wahrnehmen. Und wenn du so bist, bringst du beide Hände in Namaste.
Legst beide Hände auf den Herd. Und bedankst dich für dich selber. Namaste. Gut. Wenn es soweit seid, dürft ihr alle langsam hochkommen. Und ich schalte euch mal wieder alle aktiv. Und die Stunde, die habe ich ja aufgezeichnet. Genau. Ja.